So, dieses Jahr, wie jedes Jahr, eine Restekiste tagsüber mit allerlei Knallerei. Wir suchen uns einfach mal was aus, greifen wir rein. Fangen wir an, den Rekordierer. Bisschen windig, aber das ist ja jedes Silvester. Oh, naja, Standardware würde ich sagen. Naja, geht besser. So, als nächstes. Funkelpetarden. Jetzt nehmen wir einfach mal ein paar weg. Ich finde es schon besser als die Dübel, oder? Ja, die sind nicht schlecht. Machen wir die Vaporizer von Blackbox. Auch Standardquelle, nichts Besonderes. So, kommen wir zu Maschine C-Böller von Funke. Die werden ordentlich scheppern. Ich hoffe, ich habe den drauf. So, Thunderbolts von Funke. Beziehungsweise Agendo. Ja, die sind ordentlich. Machen wir noch direkt noch einen zweiten. So, da wir jetzt auch zwei Röhre haben, zum Abfeuern machen wir die Funke Pfeifraketen Kaliber B, müssten das sein. Ja. Das ist doof mit dem Wind hier. Nehmen wir besser die Batterie. Die fällt nicht um. Ja, hat einen Knall gehabt. Dann machen wir mal einen kleinen A-Böller-Kreis, ne? Können wir gerne machen. Wir sehen uns gleich, wenn der Kreis fertig ist. So, kommen wir zum Böllerkreis. Funke A. Haben, glaube ich, nicht alle gezündet, aber wie die Schnipse. Sehr, sehr schön. Sind weggeflogen. Kommen wir zum nächsten Artikel. So, kommen wir zum nächsten Artikel. Ja, ältere Keller A. Noch zugeklebt und gestopft. Pass auf. Warten, fahr kurz ab. Jetzt geht's los. Ja, das passiert bei alten Böllern oftmals, dass die Lunte einfach nicht angeht. Sehr schade. Versuchen wir den. Das ist ein Weco A-Böller, auch etwas älter. Aber der hat funktioniert immerhin. Können wir die Smokewets auch einen Explode mal machen? Ein bisschen Rauch, Farbwechslung. Mal gucken, ob die abheben. Haben wir mal die Startschwierigkeiten. Ja, der ist sogar abgehoben und der Rauch auch sehr schön. Machen wir das nächstes Funke B. Machen wir daraus auch einen Kreis? Ja, würde ich sagen, machen wir drei Stück einzeln und noch einen Dreierkreis. Können wir so machen. Kommen erstmal die drei einzelnen.
Ja, den habe ich auch schön drauf. Dieser Schnipselring. Und den letzten einzelnen. Ja, ich liebe die Teile einfach. Dann kommen wir jetzt zum Böllerkreis. Haben wir noch drei einzelne übrig. Legen wir mal zusammen und los geht's. Hat da gut funktioniert. So, was machen wir als nächstes? Storm von Explode, kleiner Wirbel. Stell ihn mal hin, der reißt sich mal schon ein bisschen aus. Könnte auch Klasse 1 sein. Aber sehr schöner Wirbel. Da haben wir noch eine ganze Schachtel mit verschiedenen Bombenrohren. Ja, sogar noch ein Katan, verschiedener Böller D drin. Ich würde sagen, den machen wir mal schnell. Nur ging, da waren die A und B lauter von Funke. Ja. Muss alles weg, roter Corsair. Ja, für die Größe gar nicht mal schlecht. Machen wir hier einen Vortex-Salut von Funke. Schönes Bombenrohr mit Wirbel. Werdet ihr gleich sehen. Ein bisschen leiser als die Thunderbolts, aber dafür einen schönen Wirbel. Verschiedene Thunderkongs, so eine Schocker, Max, alles dabei. Außer der Whistling, glaube ich. Fangen wir an mit dem. Doch, der Whistling ist hier. Fangen wir gleich an mit dem Whistling. Mein Liebling vom Raus der Reihe. Schönen Pfeifaufstieg. So muss das. Das sind jetzt die Max? Ja. Zweimal doppelt geschossen. Das letzte ist aus der Reihe, der Schocker. Nicht schlecht. Haben noch einige Sachen hier über. Flashbang von Bekus zum Beispiel. Hier haben wir einen Explode D. Normaler Standard. So, jetzt erstmal die beiden Erdeböller. Explode. Habe ich noch nicht gezündet. Wie die so sind. Ja, für aktuelle D-Böller. Echt nicht schlecht. Dann den Flashbang von Beko. Stellen wir zu den anderen Wurmrohren. Die zerlegen sehr tief. So, was haben wir hier? Funker A-Bölle. Da, machen wir die weg. Hatten wir schon, aber kann ich schauen. Sind gute Bölle. Ja, Mann, ordentlich. Der kann Standfuß lassen, den man lieber bevor umgibt wegen dem Wind. Ach, da liegt er noch. Na, ja, dann können wir den machen. Vielleicht nochmal ein Whistling, ne? Jo. Kann selbst das Sturmfeuerzeug nicht mitgehen. Ja, die machen einfach Spaß. Ich würde sagen, aus den restlichen Böllern hier machen wir gleich einen Böllerkreis und ich melde mich gleich wieder. Das ist genau der Schluss. So, jetzt machen wir den Böllerkreis. Ja.
Sehr schön. Bis zum nächsten Video, Virus. Haut rein.